Welcome back, Player. Willkommen zurück bei Rayvolution Football. Ich bin Ray, 37 Jahre alt. Was mache ich? Ich spiele Running Back bei den Pforzheim Royal Dogs in der GFL 2. Was mache ich für euch? Ich gebe euch die Eindrücke von den Game Days, von den Camps, vom Training etc. Wie es auch passt, manchmal auf Reviews, aber wie ihr merkt, die letzten Videos, oder besser gesagt, das letzte Video schon länger her, das Leben ist einfach, ja, als Erwachsener, das Leben als Erwachsener ist einfach grausam. Man hat einfach weniger Zeit und da ich das alles hier alleine mache, konzentriere ich mich halt eher auf das Leben außerhalb von YouTube, aber die Passion ist immer noch da und natürlich die Passion für Football wird, glaube ich, bei mir niemals aussterben. So, was ist so in den letzten Monaten passiert? Wir haben natürlich viel trainiert, wir hatten zwei Scrimmages, einmal gegen die Stuttgart Scorpions, wo sich leider René, einer meiner Running Back Kollegen, das Kreuzband gerissen hat. Nochmal gute Besserung an dich, Bro. Dann hatten wir ein anderes Scrimmage gegen die KIT Engineers, ein Team aus Karlsruhe, war ich ganz witzig, da ich ja vorher auch in Karlsruhe gespielt hatte, nur bei den Badener Greifs. So konnte ich auch mal sehen, was bei denen so los ist. Schade war, dass wir leider kein Testspiel hatten, es waren welche geplant, mussten dann aber leider abgesagt werden. Eins musste abgebrochen werden, was dann eher auch ein 7-on-7 Skelly war. Aber da ist dann auch was Doofes passiert mit denen, ihrem Running Back. Auch gute Besserung an dich. Somit waren wir als Mannschaft leider nicht, wurden wir leider nicht getestet. Also in einem richtigen Spiel. Wir hatten die Scrimmages, aber leider kein richtiges Spiel. Wir hatten aber noch das Camp in Ruid, wo wir dann halt natürlich ein bisschen mehr Zeit haben, um einfach nochmal in die Details zu gehen. Mit den ganzen Plays, wie bewegen wir uns, was macht die O-Line, was macht die D-Line, was macht jede Position. Da hat man einfach nochmal schön 3 Tage Zeit, um komplett detailliert da reinzugehen. Anstatt immer nur diese 2, sagen wir mal 4 Stunden in der Woche, die wir im Training haben, haben wir da einfach 3 Tage komplett für uns, was einfach mega ist. Wirklich. Hat auch mega Spaß gemacht, das waren kuriose Sachen mit dabei, aber ich will gar nicht lang reden. Ich zeige euch hier gleich mal ein paar Ausschnitte von Ruid und dann geht's weiter. Was ein schöner Save von Martin Körber. Das Witzige ist, den seht ihr nicht das erste Mal hier auf meinem Channel, sondern wir haben den schon mal getroffen und zwar auf dem Unicorns Tryout. Und hier genau das meine ich, hier können wir genau nochmal besprechen, welche Steps wir nehmen sollen, welcher Fuß als erstes kommt, wie viele Steps wir nehmen. Es kommt beim Football einfach wirklich auf die kleinen Details an, dass das Timing einfach perfekt mit der O-Line, mit dem QB und dem Running Back passt. Leider hat sich unser Receiver Luke Liebab genau bei diesem Catch das Handgelenk gebrochen. Das hieß, René war schon draußen mit seinem Kreuzbandriss und jetzt auch noch Luke mit seinem gebrochenen Handgelenk. Und es sollte leider nicht mit den Verletzungen aufhören bei uns. So, das Trainingslager war vorbei. Es gab Verluste, oder was gesagt, ein Verlust mit Luke Klima. Auch nochmals gute Besserung an dich, Bro. Er war jetzt auch schon wieder bei uns im Training mit dabei, kann locker mitmachen, ist leider aber noch nicht ganz verheilt das Ganze. Aber das wird wieder. Trainingslager war vorbei, somit ging es auf die Season zu. Und zwar das erste Spiel gegen die Gießen Golden Dragons. Ich war hyped, es war ein Heimspiel. Season Opener, direkt ein Heimspiel bei uns. Komplett neues Stadion für mich, ich war selbst noch nicht drin gewesen. Also ich war ziemlich aufgeregt und habe mich mega drauf gefreut. Ja, das Spiel musste leider abgesagt werden durch die ganzen Wassermassen. Unser Platz war komplett unbespielbar. In Deutschland hat es ja nur geregnet gehabt. Somit mussten wir leider das Spiel absagen. Ich muss sagen, es kam mir wirklich zurecht, weil ich war mega nervös. Ich war, boah, so nervös war ich schon lange nicht mehr.
Somit hatte ich jetzt nochmal eine Woche zum Chillen, einfach mal zum Runterkommen, nochmal mit den Leuten zu reden, dass auch alles passt. Und dann ging es nach Regensburg. Die Regensburg Phoenix, 5 Stunden Busfahrt mit Hotelübernachtung, damit wir einfach komplett frisch an diesem Tag zum Spieltag ankommen. Und es war die richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Es war ein Krimi. Dieses Spiel war ein Krimi. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr vor die Kamera treten bis zum Ende. Vielleicht mal hier und da ein Voice-Over, aber das war's auch. Viel Spaß beim Game. Let's go. Und hier kann man sagen, fing das kleine Dilemma schon an. Denn dieser QB war sehr, sehr shifty und hat unserer Defense wirklich Probleme bereitet. Nach den ganzen Fumbles und Safeties, oh, ich habe wirklich gedacht, wir sind vom Pech verfolgt. Aber man hat einfach gemerkt, uns hat die Routine gefehlt, dieses Spielgefühl vorher. Denn die Phoenix hatten vorher schon ein Spiel und wir eben nicht. Und wie gesagt, es war unser erstes Spiel als gemeinsame Unit. Hey Leute, nach diesem schönen Lauf von Josh Purdy war die Offense hyped. Ey, wir so, ey, das müssen wir jetzt nutzen und den Gegnern zeigen, was wir drauf haben. Let's fucking go, Offense. Diesem schönen Lauf von Theo Michel waren wir kurz vor der Endzone. Mein Gott, ich war so nervös. Ich war zwar nicht auf dem Feld, ich war neben auf der Sideline, aber ich war so nervös. Let's go, Leute. Jetzt ballern wir den erstmal einen schönen Touchdown rein. Nicht ohne Fehler. Ich konnte meine Nervosität auch nicht verstecken und dieser Snap war einfach viel zu tief. Ich bin dankbar, dass Luca Hirschberger diesen Ball doch aufnehmen konnte und ihn wegpacken konnte.
Mit diesem schönen Diving Catch hat Alec Tatum das Siegel gebrochen. Im vierten Quarter hat er den ersten Touchdown für uns erzielt. Mein Gott, waren wir hyped auf der Sideline. Jetzt musste nur noch die Defense, die Offense der Regensburg Phoenix stoppen, damit wir nochmal punkten können. Eines kann ich euch sagen, wir waren alle verwirrt, dass Regensburg den vierten hier ausgespielt hat und nicht gekickt hat. Glück für uns. Was für ein schöner Lauf nach diesem Screen Pass auf Theo Michel, der einige Yards gewinnen konnte, aber leider sein Kreuzband verlor. Denn mit diesem Tackle ist sein Kreuzband gerissen und somit out of season. Bro, ich wünsche dir gute Besserung, Mann. Nach diesem schönen Touchdown-Lauf von Andreas Lehmann, aber dem missglückten Two-Point-Conversion, stand es nun 13-12. Die Phoenix hatten nochmal den Ball und konnten somit also nochmal mit einem Field Goal das Spiel für sich entscheiden. Defense had to step up. Hier war sie, unsere größte Angst, das Field Goal. Alejandro Andrade hätte das Spiel mit einem Pick gewinnen können. Doch leider hat er den Ball nicht festhalten können. Somit kam es genau auf diese Situation drauf an. Hat der Kicker die Nerven, das Field Goal zu treffen oder nicht? All I do is win, no matter what. Got money. Hey Leute, this is Football. Kurios, wirklich, auch wenn es aussah, als würden wir das Ding haushoch verlieren, haben wir das Ruder rumgerissen. Mega stolz auf meine Jungs, einfach mental noch komplett dabei zu sein. Das ist einfach der Unterschied bei den Ligen. Einfach, die Leute sind noch mental komplett dabei, egal wie das Score ist. Somit, first up, let's go. Damit beende ich das Video hier auch. Bitte nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren. Ich probiere jetzt das nächste Mal wieder ein bisschen früher was zu posten, aber mal schauen, wie das Leben läuft. Ich wünsche euch in der Season noch viel Erfolg und Peace.